Und einem wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen, oh mein Mikrofon hängt schief, zu einer neuen Folge Mittelalterliche Villa. Heute werden wir dieses Ding fertig bauen, koste es, was es wolle. Ich werde ja sonst verrückt, sonst komme ich ja zu nichts anderem mehr. Also, lasst uns nicht lange reden, lasst uns loslegen. Wo fangen wir an? Machen wir zuerst das Dach fertig? Ich glaube, wir machen zuerst das Dach fertig. Da werde ich leider ein bisschen World Edit benutzen müssen, aber wirklich nur an Stellen, wo es jeder mitbekommt und euch jeder versteht, weil ansonsten wirst ja verrückt, sonst kriegst du das ja gar nicht hin. Also, pass auf. Ich werde jetzt diese Sache, die ich gleich mit World Edit stacken werde, einmal vorbauen. Und zwar packe ich hier eine Treppe hin. Hier eine Treppe hin. Eigentlich baue ich genau das nach, was da vorne auch ist. Also hier Block, Treppe, Block, Treppe. Huch. Wenn schon richtig. Block, Block, Block. Hier noch ein Block hin. War der richtig? Ja, der war richtig. Hier kommen übrigens schon zwei Blöcke hin. Hier kommen auch zwei Blöcke hin. Und hier oben kommen auch zwei Blöcke hin. So, jetzt platziere ich hier überall drauf schön Treppen. So, 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 so. Und dann können wir eigentlich schon mal dieses Stückchen hier abreißen. Das brauchen wir nämlich eh nicht mehr. Da werden wir gleich eh was hinbauen. Deswegen kann das schon mal alles weg. Hier den Block habe ich aus Versehen gerade abgerissen. Also hier das Stückchen reißen wir einmal ab. Hier die Blöcke lassen wir noch da. Da gucken wir gleich mal, wie wir das machen. Aber fürs Erste sollte das Ganze so aussehen. Hier drüben werde ich das natürlich auch noch einmal bauen, damit ihr das auch alle mitbekommen habt. Etc. etc. Treppe, Treppe und dann geht das Ganze nach oben. Block. Block, Block, Block. Hier sollten schon zwei Blöcke sein. Wunderbar. Und dann sind wir schon oben angekommen. Dann müssen hier nur noch einmal die Treppen drauf. Und dann sollten wir es rein theoretisch schon haben. So, was ihr jetzt macht, wenn ihr kein World Edit habt. Ihr baut das, was ich hier gerade gebaut habe, nochmal links daneben, nochmal links daneben, nochmal links daneben. So oft links daneben, bis ihr hier an diesen Block rauskommt. Wirklich immer wieder dasselbe. Und naja, weil das jetzt fürs Tutorial zu lange dauert, werde ich hier einmal kurz World Edit benutzen. Und mir das Ganze ein bisschen erleichtern. Für die ganzen Leute, die World Edit haben, wir markieren uns diesen Block, wir markieren uns diesen Block. Gucken wir ein bisschen nach oben, machen irgendeinen großen Expand. Irgendwie 40 sollte ja schicken. Und gucken in diese Richtung und gucken mal, wie viel mal hier stacken. Oh, probieren wir erstmal mit 20. Mal gucken, ob das genug ist. Ja, das war sogar ein bisschen zu viel. Wir hätten viel weniger gebraucht. Bedeutet, wir machen noch einmal ganz kurz Undo. Gucken in diese Richtung und machen Stack 16. Und dann haben wir mit World Edit das geschafft, was ihr hättet mit langer Arbeit machen müssen. Wir haben hier sogar besondere Texturen hier. Junge, Junge, Junge. Und dann sieht das Ganze irgendwann in etwa so aus. Mir wurde gesagt, die Dächer sind einigen ein bisschen zu groß. Ich weiß, aber ich finde, sie haben was. Sie geben dem Ganzen nochmal so ein bisschen Flair. Hat halt was. Meiner Meinung nach. Man kann sie natürlich auch flacher bauen, aber ich finde, es hat Stil. Genau. So, jetzt müssen wir hier diese Fassade machen und die Rahmen ausfüllen. Wisst ihr was? Wir fangen erstmal mit den Rahmen an. Das sollte ja relativ schnell gehen. Und zwar brauchen wir unten, was brauchen wir denn unten? Wir brauchen auf jeden Fall Cobblestones, wir brauchen Bricks. Wisst ihr was? Wir können eigentlich auch mal mit Stone was probieren zu bauen. So, und zwar als Rahmenhintergrund würde ich sagen, haben wir das hier vorne gemacht? Ja, nehmen wir Cobblestone. Bedeutet, wir füllen das hier hinten erstmal schön aus. Bam, 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 bam. Einmal hier unten lang. Ach, hier brauchen wir eigentlich, na, obwohl hier ziehen wir es auch durch. Einmal unten den Rahmen lang, bis wir hier irgendwo rauskommen. Genau hier. So, hier können wir den Rahmen eigentlich bis, huch, mein Minecraft hat gerade geruckelt. Merkwürdige Geschichte. Können wir eigentlich bis hierhin weiterziehen. Und dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite nochmal. Sollte eigentlich relativ symmetrisch sein. Gehen wir bis hier hinten durch, bis hier hin. Zwei Blöcke hinter diesem Block. Dann sieht das Ganze so aus. Und es ist affig warm in meinem Zimmer, möchte ich gerade mal anmerken. Junge, Junge, Junge. Huhuhu. So, wie machen wir das Ganze? Also, ich würde sagen, wir packen hier, ziehen wir das Ganze schon mal bis nach oben durch. Hier kommen dann so Blöcke hin und dann kommt hier wieder diese Geschichte hin. Und dann sollte das Ganze in etwa so aussehen. Können wir damit arbeiten? Damit können wir arbeiten. Bedeutet, hier wieder dasselbe. In die Mitte kommen die zwei normalen Steinblöcke und an den Rand kommen dann wieder Cobblestone-Blöcke. Hier braucht er das natürlich nicht machen, weil wir ja hier im Prinzip die Treppe haben. Ist ja logisch, oder? Ich denke, das ist logisch. So, wie machen wir das hier vorne? Ich würde sagen, wir packen da einfach Bricks hin und packen da Cobblestone hin. Genau, dann ist das schön abgeschlossen und dann sieht das halbwegs passabel aus. Gut, hier müssen wir das Ganze dann auch nochmal machen. Kann man da noch durchgucken? Natürlich kann man da noch durchgucken. Oh, kriege ich ja die Krise. Also hier Cobblestone hin und dann hier die Cobblestone-Wand hochgezogen bis ganz oben hin. Ja, es fängt schon wieder an zu regnen, wie das in Minecraft halt immer so ist, ne? Bis wir dann hier irgendwo ankommen. Hier lassen wir extra mal frei. Na, obwohl, hier können wir noch einen hinplatzieren, aber hier lassen wir mal frei. So, als nächstes, meine Freunde, als nächstes stellen wir erstmal den Regen aus. Oder wisst ihr was? Ich habe sogar noch eine bessere Idee. Oder nee, machen wir den Boden, machen wir den... Oh gut, wie machen wir den Boden?
Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Oder nee, wisst ihr was? Wir reißen generell die oberste Reihe ab, die auf der Höhe von den Balken ist. Hier kommen keine Cobblestones hin und auch keine Steine. Wer es übrigens ganz genau nehmen will, kann hier in die Mitte überall auch noch Steine platzieren, damit man das dann unten sieht. Da könnte man vielleicht Fackeln dran machen oder so. Hier käme dann auch einer hin. Dann würde das Ganze in etwa so aussehen. Jetzt machen wir das hier drüben nochmal. Also einmal hier Cobblestone hochgezogen bis hier hin. Hier kommt dann ein normaler Stein hin. Hier kommt wieder Cobblestone hin. Hier kommt dann wieder ein normaler Stein hin und hier diese drei Blöcke werden wieder mit Cobblestone nach oben gezogen, bis auf diese Höhe hier. Und dann ratet mal richtig ein normaler Stein und hier kommt dann auch wieder Cobblestone hin. Ihr kennt das Prozedere, es ist immer wieder dasselbe. Huch, da habe ich mich gerade verklickt, mein Trackpad ist noch an. Deswegen, aha. So, hier ziehen wir das Ganze dann auch nochmal hoch. Oh, soweit nicht, ne? Und hier ziehen wir das dann auch nochmal hoch. Und machen hier einen Cobblestone hin, einen normalen Stein hin. Und dann sollte das Ganze von außen in etwa so aussehen. Schon mal akzeptabel, oder? Gibt schon mal... es hat was mit den normalen Steinen obendrauf. Ich finde, das hat Style. Gut. So langsam bekommt man echt einen Eindruck, wie die Villa dann am Ende aussieht. Wenn ihr euch das jetzt noch rübergespiegelt vorstellt, ist schon Modstrümmer, oder? Haha, Junge, Junge, Junge. Okay, gut. Machen wir weiter. Und zwar oben brauchen wir natürlich Lehm. Lehm kann man immer gebrauchen. Und zwar packen wir jetzt hier erstmal Lehm hin. Eine Reihe komplett auf den Hölzern packen wir Lehm entlang. Auf den Hölzern? Ja, doch. Bis auf hier, wir packen hier diese Ecke voll, bis zu diesem Block. Hier müssen wir uns gleich was Besonderes einfallen lassen. Machen wir erstmal hier drüben weiter. Wir gehen hier lang und gehen hier bis zum Ende der Hölzer hin. So, hier müssen wir uns jetzt was Besonderes einfallen lassen, wie schon gesagt. Und zwar müssten wir jetzt rein theoretisch... wir müssten rein theoretisch... da geht's schon los, ne? Wenn wir schon rein theoretisch müssten. Wir gehen so nach hinten und ziehen das Ganze jetzt hier entlang. Damit wir auch immer noch im Hintergrund bleiben, bis hierhin. Hier lassen wir frei. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Dann könnten wir rein theoretisch... Ja, ist gut soweit. Gut, jetzt muss ich mir das Ganze erstmal angucken. Also, hier haben wir dann natürlich Mods eine Einkerbung, aber das kann ich so jetzt persönlich nicht ändern. Oder wisst ihr was? Wir gehen hier noch nicht nach hinten. Wir gehen erst eins später nach hinten. Bedeutet, wir ziehen hier diesen Rahmen noch entlang. Und haben dann hier den Absatz drin, genau. Dann können wir hier oben schon mal Lehm langziehen. Genau, Lehm heißt das Zeug ja. So, mal gucken, auf welcher Höhe ich die Fenster machen will. Also bedeutet, wir lassen hier die Fensterrahmen und dann machen wir einmal so. Bedeutet, wir haben innen drin. Ich zeig's nochmal von innen drin. Komme ich da durch? Bitte lass mich mal durch. Dankeschön. Also, Block, leer, leer, Block. So sieht das Ganze dann aus. Dann könnt ihr das bis hier oben durchziehen. Und hier hinter packen wir dann auch überall Lehm. Weil das gibt eine schöne Textur, meiner Meinung nach. Sieht echt schön aus. Pass auf, ich zeig's euch mal von außen. Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Ich finde, das sieht mega cool aus. Vor allen Dingen, wenn wir das dann da vorne noch verzieren und so, das hat Style, glaubt mir. So, hier bauen wir den Rahmen dann auch noch bis nach oben. Machen hier... Warte, wo ist denn da unsere Lücke fürs Fenster? Unsere Lücke fürs Fenster befindet sich genau an dieser Stelle. Dass das von außen dann so aussieht. Und hier ist das ja eins nach hinten versetzt. Bedeutet, wir gehen hier mal nach oben. Hier oben, schauen wir gleich mal, wie wir das regeln. Hier kommen auch erstmal die drei Blöcke, kommen mit Lehm bis nach ganz oben durch. Und hier wird dicht gemacht und hier wird dicht gemacht. Bedeutet, wir haben dann da auch noch ein Fenster. Hier kommt ja später unsere Tür rein. Unsere fette Doppeltür, Flügeltür, Eingangstür. Hier haben wir auch eine, glaube ich. Ja, und da hinten sind welche. Gut, das sollte ja fürs erste Mal schicken. So, hier haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und zwar hier auch noch ein Fenster rein. Einmal hier hochgezogen, einmal hier hochgezogen, einmal bup, bup. Und einmal hier hochgezogen. Wer will, kann hier auch die Ecke hochziehen, muss man aber nicht. So, hier drüben, ratet mal, was wir hier drüben machen. Richtig, genau dasselbe machen wir hier drüben. Eigentlich, rein theoretisch, hier, das können wir auch schon mal hochziehen. Einmal hier mit Lehm entlang und einmal hier mit Lehm entlang. Überall Lehm hin. Wenn ihr nicht wisst, was da hin soll, Lehm hin. Kann nie schaden. Dieser Lehm ist 1A in dem Texture Pack. So, hier einmal lang, einmal bis ganz nach hinten durch. Tada, dann sieht das von hinten schon mal so aus in etwa. Hier vorne sieht das besonders cool aus, meiner Meinung nach. Hier kommen dann übrigens auch Holzblöcke drüber gelegt. Das können wir eigentlich jetzt auch schon mal machen. Die legen wir hier einmal drüber. Bup, 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 bup. Ja, legen wir erstmal bis hierhin. Hier drüben dann genauso bis hierhin einmal den Block hingelegt. Ach, wisst ihr was, wenn wir schon dabei sind, dann verbinden wir es auch. Dann machen wir es gleich ordentlich. Dann sieht das Ganze in etwa so aus. Von unten sieht man dann auch leicht diesen Holzblock durchgucken. Finde ich sehr cool, meiner Meinung nach. Und ja, dann machen wir hier hinten mal die Fenster zu Ende. Und zwar hier hochgezogen und hier hochgezogen und hier bup bup und dann hier noch einmal hochgezogen. Und dann machen wir das für die restlichen drei Fenster, dreieinhalb Fenster auch noch. Hier kommen dann frei und hier wird durchgemacht und dann hier hochgezogen.
relativ simpel, hier hochgezogen. Ich ziehe erstmal überall hoch. Also immer hier drei Blöcke an die Pfeiler angrenzend. Bis ihr irgendwann müde werdet und oben ankommt. Das ist das Ziel. So, haben wir das dann gemacht, werden oben die zwei Lückenblöcke zugeklatscht und dann haben wir unsere Fensterlöcher drin. Hier oben übrigens dann auch. Bup, bup. Fertig. Huh. So, jetzt können wir überall schon mal Fenster reinhauen, wo wir Fenster haben wollen, wo wir Lücken gelassen haben. Bedeutet im zweiten Stockwerk und im ersten Stockwerk. Ich mache erstmal das zweite Stockwerk kurz fertig. Hier, hier, hier. Ich finde das auch cool mit dieser kleinen Einbuchtung. Gibt nochmal so ein bisschen räumliche Tiefe hier drin, finde ich. Sieht man dann später aber noch genauer. So, hier unten kommen natürlich auch überall Fenster rein. Keine Angst, designen werden wir das später auch gleich noch. Und Brunnen und so mache ich dann off-camera hin nur fürs Thumbnail, weil ich meine, einen Brunnen könnt ihr ja selber bauen. Ihr könnt das ja dann verzieren, wie ihr das wollt. Es geht ja im Prinzip nur um das Gebäude bei mir. So, Fenster haben wir schon mal überall drin, sieht schon mal richtig gut aus. Jetzt fehlt nur noch das Design. Man kann es natürlich auch designlos lassen, aber ich finde, mit ein bisschen Design hat das immer mehr. Ist meine Meinung. Und hier dieser coole nach innen fallende Dings mit der Treppe. Das hat natürlich, stilistisch ist das hoch. Das ist ganz bombig. Gut, jetzt nur noch das Design und dann können wir es rüberspiegeln und dann hätten wir es im Prinzip, oder? Leute, wie seht ihr das? Haha, wir sind flott unterwegs. Gut, wie designen wir das hier? Ich würde sagen, wir arbeiten hier mal fett mit den Mauern, weil, ich meine, es ist das Haupthaus, es ist das motherfucking Haupthaus. Und zwar packen wir hier unter die Pfeiler, packen wir Mauern drunter. Hier sieht das dann zwar ein bisschen blöd aus, weil das da so übergeht, aber, naja, man kann es nicht ändern, ne? Hier packen wir die übrigens auch hin und dann gehen wir mal drumherum. Hier kommt die natürlich dann auch hin. Hier kommen dann Mauern auch hin. Mauer, 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 Mauer. Na, da kommt keine Mauer hin, sondern hier und hier Mauern hin. Und dann hätten wir es im Prinzip so. Dann können wir hier unten einmal fett die Blöcke hinsetzen. Und dann haben wir richtig fett viel räumliche Tiefe. Wir haben vier Blöcke breite Mauern oder so, aber es kommt ja bei den besten Häusern mal vor. Hier lassen wir das übrigens so mit der Treppe, das ist schon in Ordnung. So, einmal hier und einmal hier. Dann sieht das Ganze schon mal in etwa so aus. Ihr seht schon, wir kriegen räumliche Tiefe rein. Sehr, sehr cool, das möchte man ja immer. Und dann können wir eigentlich mal weitermachen. Wie designen wir das Ganze? Wie lassen wir das gut aussehen? Übrigens, das hier will ich nicht. Bup, so. Das sieht doch gut aus. Arbeiten wir mit den Dingern? Ich glaube, wir arbeiten mit den Dingern. Das sieht doch immer relativ schnieke aus. Also bedeutet, hier machen wir einmal unser Dach hin. Machen wir das so, dann machen wir das eins höher. Wir machen das eins höher. Klar machen wir das eins höher. Hier hin, hier hin, hier hin. Und dann machen wir erstmal das Design komplett fertig. Komm, machen wir erstmal komplett fertig hier. Bedeutet, hier kommen dann noch diese Dinger hin. Und hier unten machen wir hier Slab hin, da Slab hin. Bedeutet, hier müssen wir dann auch mal dicht machen. Und dann kommen da auch noch diese Blöcke hin. Und dann packen wir in die Mitte, packen wir eine Treppenstufe. Und zwar so eine Treppenstufe. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Hat das Style oder hat das Style? Das hat ziemlich viel Style, meiner Meinung nach. Jetzt müssen wir das nur noch überall machen. Gut, bedeutet hier Zäune hin, bam, 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 bam. Hier dann einmal dieses Dach draufgepackt, so einfach geht das. Hier diesen Block machen wir dann schon mal dicht. Okay, können wir nicht, bedeutet wir packen einfach diesen Block hier drauf. Zack, so. Und dann machen wir einmal so und dann packen wir hier die Slabs hin. Wo sind sie? Da, da. Ist das richtig? Das sieht richtig aus. Oder? Sieht das richtig aus? Das sieht richtig aus. Gut, gut. So, jetzt müssen wir das nur noch überall machen. Und zwar hier noch einmal zwei Zäune hin. Dann oben das kleine Dach drauf gebaut. Bum, 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 bum. Und dann hier einmal einen Block hin, da einmal einen Block hin, da einmal eine Slab hin. Bis hierhin, bis dahin. Machen wir hier einmal kurz die Slabs zu. Sieht ja nicht aus. Und dann hier eine Treppenstufe hin. Tada! Cool, oder? Gut, hier drüben dann auch nochmal dasselbe. Treppenstufe, 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 Treppenstufe. Hier müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen. Aber ich denke, das kriegen wir eigentlich auch genauso hin. Bedeutet, wir machen einmal so, ne? Und dann kommt hier ein Block hin und da kommt eine Slab hin. Ist das richtig? Ich denke, das ist richtig. Block, Block, Slab, Slab, Zaun, 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 Zaun und dann einmal das Dach drauf. Tada, und da haben wir schon unser Design fertig. So, das war übrigens falsch, was ich gerade gemacht habe. Nur so zur Info, ne? Vielleicht hat es ja noch keiner mitgekriegt. Und dann einmal so, mein Handy klingelt sehr schön mitten in der Aufnahme. Finde ich immer toll, wenn sowas passiert. Ich sollte mir eigentlich mal angewöhnen, das Ding auszustellen vorher. Aber ihr kennt mich ja, ich mach's natürlich nicht. So, sind wir fertig? Sieht gut aus. Ja, das wird eine Villa. Junge, Junge, Junge. Eigentlich ist es nur ein großes Haus, aber ich denke, dann kann man es ja Villa nennen. So, jetzt brauchen wir noch das obere Design und dann wären wir rein theoretisch ready to go. Cool, cool. So, meine Damen und Herren, wie machen wir das? Nehmen wir das Design von da drüben, nehmen wir ein anderes? Ich denke, wir nehmen das Design von da drüben. Also einmal so und dann nehmen wir einmal den, haben wir ja. Bedeutet, wir packen hier Cobblestone hin.
Hier müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Bedeutet, wir machen erstmal die einfachen Sachen, die überall gleich sind. Bedeutet, wir fangen hier an. So, wie designen wir das Ganze? Wollen wir diesen Blumenkasten? Ich denke, wir wollen diesen Blumenkasten, oder? Ja. Kann man machen. Oh, die Mauer brauchen wir auch noch. Oh, oh, oh. Wir haben viel zu tun hier. Also, Blumenkasten. Hier dann Dings dran. Und wie geht das Ganze denn weiter? Bedeutet hier Mauer hin. Mauer. Ich glaube, hier kommt dann auch noch eine Mauer hin. Dash ist korrekt. Und dann kommt da Fences dazwischen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier oben regeln. Vielleicht machen wir einfach mal auch hier so ein Dach drauf. Oder wirkt das dann zu gekupfert von da unten? Ja, es wirkt ein bisschen zugekupfert. Ich glaube, wir machen das Dach von hier drüben, machen wir drauf. Bedeutet, wir nehmen uns einmal die und die Steps haben wir ja. Die kommen einmal weg. Und dann kommen hier einmal die Treppenstufen drauf. So. Na, komm, lass mich mal die Treppenstufe platzieren. Dankeschön. Hier drüben dann auch noch einmal. Treppenstufe. Treppenstufe. Die Hitboxen sind viel zu klein. So, dann einmal eine Slab dazwischen und so sollte das Ganze dann aussehen. Das können wir jetzt hier bauen und hier drüben eigentlich überall bauen. Bedeutet, das machen wir doch einfach mal. Also hier überall Blöcke hin. Hier gucken wir mal später, machen wir vielleicht was Besonderes. Block, Block und hier noch einmal Block. Und was kommt dann dazwischen? Ich glaube, es kommen diese Dinger hin. Ja, das sieht richtig aus. Hier, der kann dann weg, der Knopf. Und wir gehen einmal hier hin, 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 einmal hier hin und einmal hier hin. Tada! So, dann wie folgt. Hier kommen einmal die Blumenkästen hin. Zack, zack. Zack, zack und ein letztes Mal hier hin. Jetzt können wir die Dinger schon mal überall runterklappen, sollte ja relativ schnell gehen. Und dann kommen hier neben Mauern dran, bam, 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 bam. Und hier einmal Mauern dran, perfekt. Hier oben kommen dann auch schon mal die Mauern hin. Mauer, 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 Mauer. Es ist halt immer wieder dasselbe. Deswegen frage ich mich, warum ich es immer nochmal erkläre, aber dann lernt ihr es sicherlich. Dazwischen kommen dann die Zäune. Ihr kennt das ja, ich habe es ja vorhin schon mal gebaut. So, hier packen wir jetzt einfach schon mal Blöcke hin, damit wir leichter die Treppen platzieren können. Die wir jetzt platzieren, und zwar hier eine Treppe dran, 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 hier eine Treppe dran und hier drüben überall Treppen dran. So, dann kommen die Dinger weg und dann kommt hier eine Slab dazwischen. Oh, wir haben die falschen Treppen platziert. Oh nee. Seht ihr, wenn man dann so eine Routine drin hat, dann unterlaufen einem die Fehler. Routine ist gefährlich in Minecraft. Also, die anderen Treppen dran. Huh, das ist aber gerade nochmal gut gegangen. Beinahe hätte ich es falsch gebaut. Junge, Junge, Junge. So, einmal so und dann einmal so und einmal so. Tada! Und dann kommen hier Slabs dazwischen. Puh, gerade nochmal gerettet. Ich hätte es beinahe falsch gebaut. So, hier drüben müssen wir das jetzt auch noch bauen. Wie machen wir das hier drüben? Ich glaube, wir machen hier ein bisschen was Besonderes. Bedeutet, wir machen hier nochmal so ein cooles Dach. Genau, machen wir vielleicht sogar sowas. Oh, hätte mal was anderes, gell? Wir stellen einmal den Regen aus. Und dann überlegen wir uns jetzt mal ein Design. Vielleicht machen wir hier so und dann halt hier auch noch die Trapdoor dran. Und dann könnten wir ja mal hier sowas machen und dann hier einen Zaun hin und dann machen wir hier sowas. Hm? Hat das was? Ach, das hat was. Das sieht gar nicht schlecht aus. Also, ne? Blumenbeet, Treppe, Zaun, Treppe und dann da oben das Dach drauf. Perfekt. Gut. Die Seite wäre dann im Prinzip fertig. Verabschiedet euch schon mal von der Seite. Wir werden sie nicht mehr beachten. Und dann letzter Schritt. Oh ne, hier müssen wir es ja noch einmal bauen. Oh Junge, Junge. Also hier einmal der Block hin, dann einmal diese Treppenstufen, der Knopf kann weg, hier dran, dann einmal diese Geschichte hin, dann einmal die Mauern, die ich natürlich weggeschmissen habe, bombig, einmal hier hin, einmal hier hin, einmal hier hin, einmal hier hin, oben drauf kommt dann schon mal das da, nein, ach Mist, so, hier dran und dann kommt hier die Slab in die Mitte und dann kommen hier nur noch die Zäune hin, so. Jetzt müssen wir uns nur noch was überlegen für hier diese zwei Sachen und für den Eingang, für die Tür. Das Wichtigste. Gut. Wie machen wir das Ganze? Wir brauchen ja natürlich hier Platz. Bedeutet, ich würde beinahe sagen, wir machen hier oben einfach nur so ein Hochhalteding. Vielleicht so und dann hier sowas. Dass man hier auch noch gemütlich drunter durchlaufen kann. Hier oben könnte man dann vielleicht so eine Slab dazwischen klatschen. Und ich würde sagen, nee, wir lassen die Slab sogar weg. Mehr machen wir hier gar nicht, weil ansonsten kann man ja da nicht mehr langlaufen und dann ist das natürlich blöd. So, hier kann man natürlich wieder ein Blumenbeet hinpacken. Das ist natürlich kein Thema. Vielleicht packen wir hier sogar mal so ein richtig fettes Blumenbeet hin. Das finde ich natürlich sehr schnieke. Oh ja, das ist eine Idee. So machen wir das Ganze. Einmal hier ein Blumenbeet hingepackt. Und dann machen wir hier oben so einen schönen fetten Rahmen hin. Wir fangen hier an, arbeiten uns nach hier oben. Einmal mit diesen Blöcken und machen dann hier oben
machen wir eine Treppenstufe hin. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch von innen verkleiden. Bedeutet, hier kommen Blöcke, bam, bam, und dann sind wir auch schon fertig. Sieht das Ganze fett aus oder sieht das Ganze fett aus? Ich finde, das sieht mega fett aus. Ja, vielleicht machen wir hier unten eine Slab hin. Ja, machen wir hier lieber eine Slab hin. Sieht ein bisschen schöner und abgerundeter aus. Jetzt machen wir hier nochmal dasselbe. Na, wir machen hier oben eine Treppe dran. Wir machen hier eine Treppe dran, hatte ich gesagt. Gut. Perfekt. So baut ihr das Ganze. Und jetzt die Tür. Die Tür. Na, das kann ja was werden. Als erstes mal packen wir hier den Boden rein. Dann können wir nämlich gemütlich eine Tür drauf bauen. Und zwar, der Boden geht von hier bis nach hier hinten. Und rahmt das Ganze dann hier einmal schön fett ein. Bedeutet, ich stelle mich einmal also hier im Prinzip alles, was an Fläche für den Boden da ist, wird jetzt mit Boden aufgefüllt. Dazu benutze ich einmal kurz ein Command. Fill 550 und dann sollten wir /fill. Oh, ich habe ein Slash vergessen. Huch, da lag der Fehler. So, und dann haben wir hier unseren Boden drin. Sieht das Ganze in etwa so aus. Hier unten hat man auch noch eine formidable Deckenhöhe von 4 Blöcken. Richtig gemütlich, kann man gut was draus machen. Und wir können hier unsere Tür reinpacken. Tür hatten wir ja gesagt, nehmen wir diese da, oder? Ja, ich hatte gesagt, wir nehmen diese da. Bedeutet, wir brauchen hier einen schönen Türrahmen dafür. Die Tür kommt einmal hier hin und dann müssen wir uns das Ganze jetzt mal designen. Also, legen wir mal los. Wir arbeiten vielleicht mal mit den Blöcken. Die packen wir hier hin, damit man das Ganze auch schön erkennt. Packen wir hier hin und dann packen wir die Dinger drauf. Und packen dann hier oben so eine Slab hin. Und ich würde sagen, das lassen wir als Türrahmen durchgehen, oder? Vielleicht machen wir hier noch Mauern hin. Oh, oder wir machen hier noch Fences hin. Wie sieht das Ganze aus? Och, die habe ich ja noch im Inventar. Na gut, dann nehmen wir Fences. Oh ja, das sieht gut aus. So, und damit wäre es das im Prinzip von der einen Hälfte. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch markieren, Fett mit World Edit, einmal rüberspiegeln und dann wäre es das. Also lasst uns das mal machen. Natürlich, wenn ihr das Ganze nachbaut, müsst ihr das, was ich hier gebaut habe, nochmal auf die andere Seite bauen. Ihr versteht, warum ich World Edit benutze, gell? Ja, gut. Also für die World Edit Nutzer, wir markieren uns den äußersten Block, welcher sich bestimmt irgendwo hier befindet. Das sollte ja definitiv schicken, ja. Und dann markieren wir uns hier den äußersten Block, welcher sich irgendwo hier befindet. Das sollte schicken. Oh, ich hoffe, das schickt dahin mit dem Ding. Ich glaube es nicht, oder? Das wird eng. Das wird verdammt eng. Gut, bedeutet, wir stellen uns einmal hier hin. Gucken nach oben, machen einmal /expand. Machen wir mal 100. 100 sollte definitiv schicken. Und dann sollten wir das Ganze haben, oder? Ich gucke mal kurz in den Chat. Haben wir 100 expanded? Ich glaube, wir haben 100 expanded, oder? Warte, ich mache mal kurz einen Copy-Test. Ich will nämlich jetzt nichts kaputt machen. Das wäre ziemlich wenig. Ich glaube, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Wir probieren es einmal kurz. /paste. Ja, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Ah, wir haben in diese Richtung expanded. Einmal ganz kurz undo. Okay, bedeutet, wir setzen unsere Markierpunkte nochmal neu. Also einmal hier sollte er irgendwo hinkommen. Ja, das soll es tun. Und dann einmal da drüben irgendwo hin, warum es auch immer nicht nach oben expandet hat. Bisschen komisch. Hier muss er natürlich auf der Linie sein. Hier sollte schicken. Und jetzt stellen wir uns einmal nach vorne vor die Treppe. Einmal an diesen Block hier. Machen einmal den Expand-Command nach oben. Einmal 100 Blöcke. Ja, so sieht das Ganze richtig aus. Wenn man /copy machen /z0. Nicht erschrecken, jetzt wird das Ganze gleich weg sein. Ja, da ist das Ganze weg. Wir markieren uns diesen Bereich, markieren uns nochmal da, machen hier /zcrass, gehen jetzt ein bisschen nach links, damit wir auch gut Platz haben, weil ansonsten, ihr kennt das Problem, haben wir Platzmangel, stellen uns jetzt hier hin, macht /copy. Nein, nein, verdammt, verdammt, sag jetzt nicht, ich hab's falsch gemacht. Oh, 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 das wäre jetzt natürlich blöd. Warte, gib mir mal eine Sekunde. So, ich sag mal einen wunderschönen guten Morgen, weil es ist schon ewig lang her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Also wirklich ewig lang her. Und zwar kamen mir auch viele Fragen, wo bleibt denn die letzte Folge, wie viele Parts kommen denn noch, wann kommen die und so weiter. Hier ist die Erklärung. Und zwar, habt ihr eben gesehen, ich habe es ziemlich verkackt mit World Edit. Und es sieht wahrscheinlich gerade auch ein bisschen anders aus, als ihr das gewohnt seid. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich das alles nochmal neu gebaut habe. Bedeutet, ich habe auch manche Stellen ausgelassen, wie hier die ganzen Blumen drauf oder hier vorne die Fassade. Es war mir dann einfach zu viel. Ich habe das alles soweit nochmal neu gebaut. Es sollte auch, bis auf manche Sachen, die ich weggelassen habe, komplett identisch aussehen mit dem, was wir vorher gebaut haben. Ihr habt ja gesehen, wie man es baut. Und ja,
das soll es im Prinzip gewesen sein. Ich werde das Ganze jetzt noch markieren, in der Hoffnung, dass ich es nicht wieder verkacke. Werde es rüberspiegeln und dann sollte es das für diese Folge gewesen sein. Wir markieren uns das einmal hier. Sollte ja schicken. Ich habe auch einen anderen Shader drin, deswegen könnte es ein bisschen ruckeln. Werden wir aber gleich sehen. So, und dann markiere ich mir das Ganze hier. Sollte auch schicken. Dann stelle ich mich... Ah, ich habe die Tür auch vergessen. Okay, die bauen wir gleich noch. Mache ich einmal hier, /copy. Gucke in diese Richtung. Mache /flip. Und dann hoffe ich, dass ich dann nicht den Bauernhof kaputt mache. Stelle mich hier hin und mache Nee, Quatsch, ich habe ja was vergessen. Haha, wir müssen ja noch expanden. /expand. Machen wir mal 100. Sollte schicken. Dann machen wir hier /copy. Schauen in diese Richtung, machen /flip. Marschieren einen Block nach drüben und machen einmal /paste. Und dann sollten wir hoffentlich endlich diese Villa fertig haben. /paste. Es wird ein bisschen dauern. Und tada, da haben wir das Ganze. Ist ziemlich dicht da hinten dran. Ja, doch, durchaus. Aber so würde das Ganze dann aussehen. Natürlich kann man hier bei dem Dach noch was machen. Man kann da Gauben hinzufügen, etc., etc. Das würde vielleicht sogar gut aussehen. Aber ich finde, so hat das einen unglaublichen Eindruck. Es sieht unglaublich heftig und gigantisch aus. Also finde ich zumindest. Wenn man hier jetzt noch einen fetten Vorplatz hat mit Brunnen und so weiter, sieht das bestimmt mega genial aus. Aber das werde ich nicht machen. Fragt bitte gar nicht erst danach. Ich habe jetzt echt genug von dieser Villa. Glaubt mir, ich habe sie so oft gebaut. Oh, wir haben hier sogar einen Fehler drin, sehe ich gerade. Oder ja, hier kommt eigentlich so eine Linie lang. Ja. Das werde ich dann nachher nochmal ausbessern. Keine Angst, das habt ihr, wenn ihr vorher die Tutorials geguckt habt, alle richtig gemacht. Deswegen, also ich habe erstmal die Schnauze voll von der Villa. Ich finde, sie sieht mega gut aus, aber es war jetzt ziemlich viel Aufwand und deswegen würde ich mich verabschieden. Das war's von dieser etwas längeren Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich echt sehr drüber, jetzt auch nach dieser langen Arbeit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, baut fleißig weiter. Ciao, haut da rein.